Guck mal. Guck mal mit dem Mörsern hinten drauf, wie der aussieht. Ich glaube, ich lasse den so. Guck mal. So eine laufende Tonne. Aldemar HD. Toll. Oh, ist gut. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Fallout 4. Ich dachte, der überfährt mich hier. Es geht weiter und zwar sind wir hier im Mechanist Cave. Ich habe, wie ihr seht, die anderen Roboter auf die Reise geschickt zum Versorgen. So, ich habe mir einfallen lassen, wie das aussieht, oder? Ich habe die alten Handelsrouten nicht abgebrochen. Als Tipp danke nochmal, Genker Orenburg. Eigentlich eine gute Idee, weil dann haben wir überall Versorger, die durchs Land streifen und alles angreifen, was da ist. Der neue Versorgungsknotenpunkt für die Roboter ist Bunker Hill. Es ist am zentralsten. Ich bin da nicht die ganze Zeit, weil das würde mir echt auf den Keks gehen, wenn ich die bei der Burg rumfahren hätte lassen müssen. Die sind jetzt erstmal los. Ja, wir bauen jetzt weitere Roboter, die ich dann da hinschicke und die wir dann irgendwann losschicken. Es sind noch einige Siedlungen übrig. Ja, ich will, dass mindestens ein Roboter eigentlich zu jeder Siedlung unterwegs ist. Ich hoffe, wir können so viele Roboter an Bunker Hill zwischenstationieren. Ja, aber die gelten nicht als Bewohner, wenn die Versorger sind. Deswegen müssen wir gucken. So, wir fangen an. Wir haben ja hier Franz, ja. Es wurde gesagt, hier, warum hat er denn diese Kriegsherrnplatten? Das macht doch keinen Schaden, das macht Nahkampfschaden. Wusste ich nicht, habe ich auch nur genommen wegen dem Style, ja? Eigentlich nur wegen dem Style. Es sieht doch wirklich cool aus, ich will es eigentlich gar nicht ändern. Der ist trotzdem riesig, ja? Wenn man mit dem rumläuft und so, der nimmt so viel Platz weg, das ist so abartig. Ich glaube, ich schicke ihn zur Versorgung, ja? Dann fährt er jetzt irgendwo durchs Ödland. Ich glaube auch, ich werde die Standardversorger umbauen, die Musterobjekte. Wir werden mal gucken. Wir bauen jetzt mal Musterobjekt 2, ja? Ich glaube, Franz wäre schon so ein gutes Musterobjekt eigentlich. So, los geht's. Wir bauen heute den, lass mal gerade gucken. Ich muss mal hier, wo ist denn einer? So, wir bauen heute von Leonard Pietz mein persönliches Robohirn, Name Pietzus. Stimme, dunkle Piepsstimme, Farbe grün. Okay, das ist, umbenennen. So, wie hieß nochmal? V0, scheiße, wie hieß der nochmal? V0 so und so und dann der Name. Scheiße, ich hab's vergessen. Ja, ne? V02, wo sind wir denn? V09? Oh, scheiße. Oh je, V09. V08, V09. Wir sind bei V010, glaube ich. Sind wir bei V10? Ja, V10. Oh, warte mal, T. V10. Pizzus. Wir machen groß, wir schreiben groß. Pizzus. V10, Pizzus. Dunkle Piepstimme, das machen wir gleich. Pizzus, so. Kopf, Robohirn. Wir werden es ein bisschen angleichen. Ich werde zum Beispiel die Robohirn-Kopfrüstung mal anpassen. Wir nehmen mal was anderes. Wie wär's mit... Wir haben immer, Schildkröte genommen. Wir können aber mal was anderes nehmen. Verstärkte Mesploton-Angriff erhöht Schadenresistenz. Instabil kann bei Benutzung kaputt gehen, Benutzung kaputt gehen, Benutzung kaputt gehen. Verbesserte Schadensenergieresistenz. Kopfakkuator. Das sind diese, ja, die leuchten sind immer so komisch. Komm, wir nehmen einfach. Oh, der ist doch teuer, oder? Den Kopfhydraulikgestell. Ja, wir nehmen jetzt mal den Kopfhydraulikgestell. Die neue Version. Okay, dann gehen wir auf Torso. Wir geben den jetzt immer, Wachbord-Torsos wegen den Mörsern hinten drauf. Frontrüstung, dann machen wir was Einfaches wieder. Wie wäre es mit verbesserte Schadensenergieresistenz? Kleber. Schadens. Komm, was will der Roboter von meiner Nase? Kannst du mal bitte weggehen? Alter, ich fass es nicht. Wir nehmen mal. Das ist der Standard, ne? Warte, was haben wir denn noch? Guck mal, guck mal, hier ist nur eine Tonne, oder? Frontwildenplatte. Geil. Die nehmen wir. Die nehmen wir. Frontheckrüstung, Front. Heck-Wildenplatte müsste das sein. Grundplatte. Achso, ja, das ist das, ne? Grundplatte, Wildenplatte, Schulterpanzer. Ah, hier haben wir es. Keine linke Schultermod. Was ist denn Schultermod? Anfertigen. Keine linke Schulter. Achso. Okay. Linker Schulterwerfer. Linker instabiler Schulterwerfer. Okay. Wir nehmen. Fatman-Werfer. Wie wäre das? Oh, ist teuer, ne? Aluminium 12. Ne. Aluminium 12. Aluminium 12. Eigentlich kostet das... Ne, wir nehmen normale Schulterwerfer. Oder, oh Mann, ich würde schon gerne wissen, wenn die da rumfahren und einfach alles in die Luft sprengen mit ihrem Fatman-Werfer. Ja. Ach komm, der kriegt jetzt einen Fatman-Werfer und eine linke Schulter... ach ne, ich habe sogar noch Fatman-Werfer.
Okay, jetzt habe ich zwei gekauft, ich Trottel. So, der bekommt einen normalen Schulterwerfer, die rechte Seite. Torsus ohne extra. Boah, dieser scheiß Roboter geht mir auf den Sack. Das brauchen wir nicht. Torso ohne Extras. Da gehen wir raus. Linker Arm, rechter Arm. Boah, Alter. Boah, Alter. Hey. So, du gehst mal nach, warte reden. Mal eine Sekunde. Erwarte Anweisungen. Wegschicken. Zeit für dich zu gehen. Bestätigt. Kehre zum Ursprungsort zurück. Diese Einheit befindet sich im Auslieferungsmodus. Was ist denn jetzt los? Möchten Sie die Persönlichkeit zum Beispiel der Einheit aktivieren? Oh nein. Nein, ich glaube, wir belassen es erstmal beim Auslieferungsmodus. Verstanden. Sie können die Persönlichkeitssubroutine dieser Einheit jederzeit über das Stimminterface aktivieren. Identität bestätigt. Diese Einheit steht zu Diensten. Guckt euch den mal an. Ehrlich gesagt, muss ich nochmal weg. Bis später. Systeme kehren in den Standby-Modus zurück. Guck mal. Guck mal mit den Mörsern hinten drauf, wie der aussieht. Ich glaube, ich lasse den so. Guck mal. So eine laufende Tonne. Alter, guck dir den mal an. Identität bestätigt. Diese Einheit steht zu Diensten. Ich lass den jetzt so. Ich lass den jetzt so, oder? Pizzus. Okay, warte mal. Wir müssen ihm wenigstens bessere Handwaffen geben. Linker Arm. Mit dem Protektron-Arm. Es ist so toll. Es ist so toll. Protektron linker Arm. Wir lassen das mal so. Finster. Immer eine normale. Nehmen wir hier. Finster. Clownhand. Wir geben ihm, ja, ich weiß nicht. Er könnte theoretisch sogar Nahkampf machen, aber er ist halt super lahm. Linker Handlaser. Kryostrahl. Oh ja, so ein Kryostrahl. Und die andere Seite kriegt einen Flammenwerfer. Ja. Ne, wir brauchen irgendwas für den Fernkampf. Ja, wir brauchen ein bisschen Fernkampf. So ein Laser. Kryostrahl und Laser. Piu, piu. Das ist gut. So ein Laser ist gut, glaube ich. Okay. Der hat ja immer noch die Sprengdinger oben. So, jetzt haben wir hier die Beine, mittlere Rüstung, linke Bein. Was ist das denn? Mittlere Aufbewahrungsgrundplatte. Da, Grundplatte. Was haben wir hier noch? Guck mal hier, der hat so eine Akkuatorengestelle. Guck mal, die sehen noch... Hier, nehmen wir die Standardbeine. Ich glaube, die sehen Banane genug aus. Okay. So, was wolltest du für eine Farbe haben? Dunkle Piepsstimme. Okay, dunkle Piepsstimme. Und, Farbe... So viel zum Thema Standardmodell bauen. Farbe grün haben wir nicht. Wir haben nur dunkelgrün und olivgrün. Wir nehmen dann mal grün. Dunkelgrün. Dunkelgrün. Okay. So, mal gucken. Geh mal da weg, du Riesenzyklop. Ich will mein neues Kunstwerk sehen. Die Beine passen nicht. Die Beine passen nicht. Wir müssen noch mal gerade ändern. Warte mal gerade. Nimm mal. Grundplatte. Das müsste so. Sehr gut. Perfekt. Wunderschön. Ja, ich würde nicht sagen, dass der schlecht ist. Der hat immer noch immerhin einen Fatman-Werfer hinten drauf, glaube ich. So, das wird auch jetzt... ja, egal. Scheiß mir darauf. Wir machen jetzt immer andere Roboter, okay? Aber nach meinem eigenen Vorbild, ja? So, der nächste Roboter, bitte. So, der nächste Roboter von Michael Gutenberger. Du hast meinen auch noch nicht gemacht. Name Desert Hunter. Stimme Wachbot, Stimme Farbe Olivgrün. Danke. Desert Hunter. Okay, machen wir den mal. Alles klar. Neuer Automatron. Okay, Kopf. Wir nehmen... Wir lassen uns jetzt mal... Das sieht halt so toll aus, ne? Wenn man die Robohirne nimmt. Die haben halt noch den Messmetron-Angriff. Wir nehmen mal einen Protektron-Kopf. Und
geben ihm die Standardfabrik. Nee, guck mal. Ja, genau. So wie unser einer Beppo dann nochmal. Das Kopf-Aquator-Gestell. Was? Finsterer Helm. Ein Halshelm. Ne, wir nehmen mal den hier. Torso. Da gehen wir, glaube ich, wieder. Warte, wir gucken mal. Was könnten wir dem denn geben? Oh ja, ein Aggressotron-Torso. Okay, Frontrüstung. Mann, nervt er mich. Der nervt mich vielleicht. Was ist das denn hier? Gezackte Front auf Kriegsherrnplatte. Nehmen wir die hier. Kriegsherrnplatte. Giftplatte. Linker Arm. Warte mal. Geben wir dem mal Robohirnarme. So Schlaucharme. Linke Armrüstung. Was gibt's denn da? Hier. Kriegsherrnarmgrundplatte. So, Waffe. Zum Greifarm. Warte. Moment. Was haben wir hier? Nagelpistole. Oh ja. Ich brauche noch. Ich mache auch noch Nahkämpfer. Keine Sorge, aber ich stehe voll auf diese Dreckgrund-Dinger. Und das noch untere Arme. Das Ding ist grausame Hand. Klar. Ne, warte, wir nehmen. Klaue. Was ist das denn hier? Gnadenlose gezackte Handplatte. Oh ja. Oh ja. Okay. Rechter Arm. Grobe Hirn. Davon haben wir noch nie welche benutzt. Voller Error, ey. Wieder redet der Pizzus. So eine Nacht. Komm, wir nehmen einen Bohrer. Und eine Kreissäge. Ne, wir brauchen was Kleines, weil die Nagelpistole. Guck mal, zwei Nagelpistolen? Ne, wir brauchen eine Nahkampfwaffe. Das Dönermesser passt da nicht. Wir nehmen die Hammersäge. Wir nehmen die Hammersäge. So. Kriegst ja. Oh, da geht keine Rüstung mehr dran. Beine. Oh, ich könnte ihn schwebend machen. So, guck mal. Guck mal. Boah, ich habe ein bisschen Angst. So ist auch geil. Guck mal. Nein, wir nehmen mal den Mr. Handy. So, der Desert Hunter. Ist das schon schnell? Ja, hat sogar Nahkampf. Mr. Handy, Schubdüsen. So, jetzt Schubdüsenrüstung. Irgendwas Cooles hier. Das hier. Schubdüsen kriegst du ja an Stachelplatte. So, was wolltest du haben? Wachbot-Stimme. Stimme Wachbots. Wachbot-Stimme. Farbe olivgrün. Farbe olivgrün. Cool sieht da aus. Guck mal, das wäre auch nicht schlecht, ne? Olivgrün. So. Das ist. Oh, warte. Ich bin noch nicht fertig. Umbenennen. In V11. Desert Hunter. Soll ich es so machen? Desert Hunter. Nein, machen wir es so. Schreiben wir es zusammen. Wie wolltest du es denn haben? Zusammengeschrieben. Okay, Desert Hunter. Okay. Das ist V11, Desert Hunter. Ach, guck mal, die Arme schleifen wir den Boden. Guck mal. Oh, das sieht echt gruselig aus, oder? Ich glaube, die Heckrüstung ist noch nicht okay. Guck mal, wunderschön, meine kleinen. Meine süßen kleinen. Ja, ich müsste eigentlich auch die anderen alle noch ummodellieren. Ja, die ersten Modelle. Ja, so. Sehr gut. Warum baue ich nicht einfach euch nach meinem Geschmack? So, wir bauen einen neuen. Mal gucken, von wem. So, nächster Roboter für Bastian Optis. Name Rosti. Farbe unbehandelt. Robotertyp Aggressotron mit Geisterklinge. Stimme, helle Piepsstimme. Ah, da haben wir ein paar Wünsche. Also du kriegst auf jeden Fall einen Aggressotron, aber den Rest entscheide ich. Okay. Wir nehmen, was passt denn so auf so einen Aggressotron-Topf, Aggressotron-Kopf drauf? Wir machen drauf einen Wachbot-Kopf. Kopfrüstung, was haben wir denn da? Oh, Alter. Oh, guck mal. Was ist das denn? Weltraumaffe. ja, genau, pass auf. Okay, Torso. Bekommt ein Aggressotron-Torso. Frontrüstung. Was haben wir denn? Frontgrundplatte. Was? Ne, ist. Na, gezackte Kriegsherrnplatte. Die Kriegsherrnplatte ist halt standardmäßig geil.
Wir machen mal Grundplatte. Lass mal Grundplatte gucken. Torso ohne Extras. Nika am rechten Arm. Wir müssen mal gerade auf die Beine gehen. Wir nehmen Aggressotron-Beine. Ja. So. Okay, brauch mal schöne Beine. Teufelsplatte, die sehen alle so cool aus. Fabrikrüstung. Wir gucken gleich mal. Wir machen erstmal Fabrikrüstung und können dann immer noch ummodellieren. So, wir brauchen die Arme. Wir machen Nahkampf. Ja. Protektron-Arme. Schlaucharme. Guck mal hier, so Riesenoberarme. Ne, die müssen ja beweglich sein. Ich glaube. Mit dem Schlaucharme. Ist eine gute Idee. So. Wir kommen. Achso, warte mal. Geisterklinge haben wir doch irgendwo hier, ne? Das sind die besten Nahkampfwaffen, glaube ich. Hammersäge, da Dönermesser, da Geisterklinge. Handrüstung. Können wir sogar auch machen. Wir nehmen den hier. Teufelsplatte. So, anderer Arm. Noch kein Arm. Ja? Nur einarmig. Komm, dann machen wir so einen Igor. Machen wir dann noch einen Riesenarm. Machen wir so einen Wachbot Riesenarm dran. Und eine große Waffe. Eine Hammersäge. Haben wir schon ein Dönermesser? Gammakanone, Blitzwaffe. Schwere Flammkanone ist nicht so toll. Nagelpistole. Nur die Sägenklinge. Halt. Mit so einer riesen Platte dann noch. Ey, der sieht ein bisschen zu... Komm, wir gucken mal. Ein bisschen zu affig. Guck mal. Diese Einheit befindet sich im Auslieferungsmodus. Boah, bist du hässlich. Boah, leucht mich nicht so rot an. Ist schon sehr hässlich, oder? Mit diesem riesen Arm. Der Affenkopf, warte mal. Automatron, bla bla bla. Das, der ist ein bisschen zu klein, finde ich. Wenn wir was anderes nehmen, wäre der größer, glaube ich. Warte mal, Torso. Ne, der ist dann immer noch so klein. Okay, aber ich mach mal den anderen Arm weg, der war zu groß. Machen wir wieder einen, ja, genau. So. Okay, unbehandelt. Wir sollen nicht umlackieren. Jetzt gehen wir nochmal auf die Beine. Nehmen wir mal die Aquator-Gestelle. So, unbehandelt. Dunkle Piepstimme, grün. Nee. Entschuldigung. Stimme, helle Piepstimme. Unbehandelt. Stimme. Helle Piepsstimme. So, ich gucke nochmal gerade bei den Köpfen. Ich bin noch unzufrieden mit dem Affenhelm. Die sind alle so klein. Boah, Sensenmannhelm. Ne, wir bleiben bei einem kleinen Affen. So. Okay, wie siehst du aus? Oh Mann, ganz schöner Krüppel. Abgefahren. Ich ist es nicht mein Meisterwerk, glaube ich. Irgendwas stimmt aber damit noch nicht, ja? Es ist einfach noch nicht reif. Nehmen wir den gezackten Kriegsherrn. Den gezackten Kriegsherrn. Teufelsplatte. So. Und benennen. V12. V12. Name Rosti. Rosti. Okay. So, Rosti ist fertig. Sehr gut. Mann, bist du hässlich. Bah. Rosti, komm raus. Du lebst. So, das ist Händler Rosti. Geht so, ne? Hat schon bessere. So, der nächste.
Der nächste ist von Niklas Cox, Name Nigidigi. Nigidigi, Nigidigi, okay. Nigidigi. Stimme männlich alt. Nigidigi, okay. Ich weiß schon, was wir bauen. Wir bauen einen Nigidigi. Wir bauen einen Nigidigi. wie wär's mit so einem Igor? Robohirn. Nein, Robohirn. Oh nein. Oh, wir haben kein Aluminium mehr. Okay, mal gucken, wie weit ich komme. Pff. Wir machen ein Standardmodell. Geht auch nicht. Kupfer, hier, Plagenhelm. Du musst erst ein Automato... Ach so, warte mal. Irgendwas stimmt nicht. Oh, der ist gar nicht da. Neuer Automatron. Okay, jetzt geht's. Oh, ich dachte schon, ich hab doch noch, oder? Aluminium 14. Wird knapp. Wird knapp. Wir nehmen einen Robohirn. So, Robohirn. Kampfrüstung. Guck mal, Spartanerhemd. Sieht Banane aus. Wir nehmen ein Aquato-Gestell. Haben wir sogar noch. Linke Arm, rechte Arm. Wir müssen ihn kleiner machen. Torso. Irgendwas klein. Ja, genau. Oh ja. Oh, geht nicht mehr. Komm, wir geben ihm einen Aggressotron. Ja, das geht auch. Oh ja, wir haben Mangel an Materialien. Das, Gott sei Dank, ist, glaube ich, der letzte, den ich bauen muss. Soweit. Fabrikrüstung. So, wir brauchen unbedingt Bewaffnung. Okay. Was geht noch, was geht nicht? Automatiklaser. Komm, gib mir mal einen Automatiklaser. Armrüstung. Anderer Arm. Und der andere Arm bekommt eine Gamma-Kanone. Nee, geht nicht. Ich wäre eine rechte Minigun. So ein Riesending. Einfach viel zu groß für ihn. Ein stabiler Gatling-Laser. Streulaser. Oh ja, ein Streulaser. Dann hat er einen Automatlaser und einen Streulaser. Okay. Der kleine Zerstörer, nenne ich ihn. Okay, das haben wir auch. Beine. Bleibt bei... ja, Protektron-Bein. Grausame Beinstachelplatte. Grausame Beinstachelplatte. Okay, was wolltest du haben? Stimme männlich alt. Dann geben wir ihm jetzt noch eine Farbe, weil die hast du dir nicht gewünscht. Dann geben wir dir mal eine schöne Farbe. Rosa, rot. Weiß. Guck mal, weiß sieht auch nicht schlecht aus. So, umbenennen. So. Das ist V13 Nigidigi. Nigidigi. Oh, Nifi. Entschuldigung. Nigidigi. Nigidigi. Nidi. Nigidigi. Nigidigi. Geschafft. So. So, jetzt muss ich auch schon wieder Aluminiumfarm gehen. Der Nigidigi ist auch fertig. Schade, ich dachte, der könnte kleiner sein. Na, meine kleinen Krüppel. Ich glaube, trotzdem werden die Musterobjekte mehr Damage anrichten als hier. Der ist, glaube ich, übel. Der wird richtig reinhauen, glaube ich. Mit seinen Granatwerfern oben dran. Hätte ich vielleicht auch bei ihr machen sollen, ja? Oder bei ihm. Naja, gut. Ich schicke die auf die Reise, ja? Aber erstmal muss ich abspeichern, Leute. Namensempfehlung und Stimme wie Farbe in die Kommentare. Dann baue ich einen Roboter nach diesen Maßen. Der Rest ist meins. Ihr kriegt nur den Namen und die Farbe. Also bis dahin, haut rein, Leute.